Ich habe hier zwei wunderbare Stränge Garn, Sockengarn, Sommernachtsreigen von Ferner Wolle. Und so sehr ich diese handgefärbten Garnstränge liebe, die gibt es ja auch in wunderbaren Farben, wie ihr hier seht, sobald ich sie dann gewickelt habe, bin ich dann schon weniger enthusiastisch. Und wenn man sie verstrickt, wird es ein bisschen schwierig, finde ich, weil die schlucken natürlich jedes Muster, und so habe ich lange getüftelt und ich dachte mir, so ein einfaches Leinenmuster bringt diese Farben dann doch wieder sehr interessant zur Geltung. Daher werden wir ein ganz einfaches Leinenmuster stricken, das nur aus zwei Runden besteht und aus zwei Maschen, also Musterrapport. Das heißt, du kannst es auch ganz leicht merken. Und es macht hier ganz hübsche Effekte und ist auch ein tolles Herrensockenmuster. Ich habe euch also angekündigt, ich zeige euch meine Lieblingsmethode zum Stricken von zwei Socken auf einmal und ich verwende dafür zwei nicht allzu lange Rundstricknadeln. Meine sind 60 cm lang, inklusive der Spitzen. Ich habe aber auch noch welche, die sind ein bisschen kürzer, die verwende ich dann später und die haben auch kleinere, kürzere Spitzen. Ja, wir beginnen von der Spitze und ich zeige dir dann ein bisschen später auch noch andere Techniken. Damit hast du dann die Wahl. Aber ich finde diese hier am bequemsten. Also hier meine zwei Bambus-Rundstricknadeln von Prim. Die sind sehr schön glatt. Und wir beginnen mit einem Anschlag, den du im Prinzip schon kennst von anderen Sockenvideos. Wir schlagen pro Socke die Hälfte der endgültigen Maschen an für die Spitze. Meine Socken werden 36 Maschen haben insgesamt. Das passt für meine Größe sehr gut. Und daher schlagen wir für jede Socke 18 Maschen an. Und dafür nehmen wir beide Nadelspitzen in die Hand, also die Nadelspitzen von den beiden Rundstricknadeln, je eine. Ich nehme das erste Garn. Ich habe hier absichtlich zwei unterschiedliche Garne genommen. Ich werde so zwei verschiedene Socken stricken, damit du das im Video besser unterscheiden kannst. Und nun schlagen wir an, Kreuzanschlag und immer eine Masche auf die eine Nadel und eine Masche auf die andere Nadel. Ich bin ein bisschen aus dem Bild, du siehst es gleich besser. Immer eine Masche mit der linken Nadel, eine Masche mit der rechten Nadel anschlagen, immer abwechselnd. Das heißt, du hast dann für die erste Socke, ich brauche ja insgesamt am Anfang 18 Maschen, hast du für die erste Socke auf jeder der Nadeln jeweils 9 Maschen. Also 9 links, 9 rechts für 18 Maschen. Hälfte meiner Gesamtmaschen. Immer linke Nadel, rechte Nadel abwechselnd. Du kannst mitzählen. Immer eine Nadel und die andere Nadel abwechselnd. Das ist eigentlich der einfachste Anschlag, nachdem du dann gleich in Runden weiter stricken kannst. Mit ein bisschen Übung gelingt er dir auch. So, das ist meine erste Sockenspitze. Und nun mache ich das gleiche mit dem anderen Garn. Man braucht da nicht viel Anfangsfaden für insgesamt 18 Maschen.
Und hier machst du genau das Gleiche. Also eine Masche mit der linken Nadel, eine Masche mit der rechten Nadel. Und achte darauf, dass du die Fäden nicht spaltest. Das kann hier passieren. So, ich stelle es jetzt ein bisschen schneller, du weißt, was gemeint ist. Also noch einmal, insgesamt 18 Maschen anschlagen, auf zwei Nadeln jeweils 9 Maschen. Und damit haben wir zwei Spitzen angeschlagen. Wir wollen ja wieder ergonomische Spitzen stricken und das geht auch hier sehr bequem, weil wir die gleich spiegelgleich arbeiten. Wir beginnen gleich mit der ersten Runde, mit dem Garn, das wir zuletzt in der Hand hatten. Und in der ersten Runde nehmen wir gleich an allen Seiten eine Masche zu. Das heißt, am Anfang der ersten halben Socke, sage ich einmal, die zweite Masche verdoppeln, am Ende die vorletzte Masche verdoppeln, das gleiche für die zweite Socke und auch in der zweiten Hälfte stricken wir das gleiche. Also, am Anfang die zweite Masche verdoppeln, einmal von vorne, einmal von hinten abstricken, die anderen Maschen rechts. Diese andere Nadel, die jetzt nicht in Verwendung ist, die kannst du rausziehen. Und ganz wichtig ist, du musst immer mit der gleichen Nadel stricken. Also du strickst immer mit der Nadelspitze, wo die Maschen drauf sind. Vorletzte Masche verdoppeln, letzte Masche stricken, rechts stricken. Nun wechsle ich das Garn. Ich mache immer so Hütchenspiel, damit du das Garn nicht verhedderst. Ich schiebe es einfach immer hin und her. Du könntest auch gleich am Anfang die Anfangsfäden vernähen, denn die nerven hier immer ein bisschen. Und du strickst genau das Gleiche am zweiten Teil, also wieder die zweite Masche verdoppeln und die vorletzte Masche verdoppeln. Damit hast du dann die Hälfte der ersten Runde gestrickt, wenn du das jetzt fertig hast. Also wieder vorletzte Masche verdoppeln, einmal von vorne, einmal von hinten abstricken, letzte Masche rechts, Nadel herausziehen, die Arbeit wenden. Dort musst du jetzt die Maschen nach vorne schieben auf die Spitze. Du strickst jetzt die zweite Hälfte der Runde und genau das gleiche noch einmal stricken. Also wieder am Anfang und am Ende jedes Sockenteils zunehmen. Und immer darauf achten, dass du mit der gleichen Nadel strickst. Eine Masche rechts, die zweite Masche verdoppeln. Rechte Maschen. Die vorletzte Masche verdoppeln. Und die letzte Masche rechts. Noch einmal mit dem anderen Garn. Ich wechsle das Garn. Und noch einmal eine Masche rechts, die zweite Masche verdoppeln. Die anderen Maschen rechts. Die vorletzte Masche verdoppeln und eine Masche rechts. Das war die erste Runde deiner Sockenspitzen.
Du könntest dir hier am Rand an dieser Seite auch eine Markierung hin tun, damit du weißt, wo das Rundenende ist. Ich sehe es hier, weil ich ja zwei verschiedene Garne habe. So, und wieder die Nadel herausziehen und die nächste Nadel, also die Maschen wieder auf die nächste Nadel schieben, also nach vorne an die Spitze schieben. Wäre toll, wenn endlich mal jemand Nadeln mit Seilen produzieren würde, wo die Seile so dick sind wie die Nadeln. Das wäre der Hit. So, in der nächsten Runde werden wir nur am Anfang der ersten Socke, am Ende der zweiten, also am Anfang der ersten halben Socke, am Ende der zweiten halben Socke, am Anfang der dritten halben Socke und am Ende der vierten halben Socke zunehmen. Das heißt, hier nur die zweite Masche verdoppeln, also eine Masche rechts, zweite Masche verdoppeln, die restlichen Maschen rechts. Garn verschieben. Also das musst du nicht machen, ich mach's. Dann verheddert sich das Garn nicht. Und bei der zweiten Hälfte der nächsten, bei der ersten Hälfte der zweiten Socke die vorletzte Masche verdoppeln. Also nicht am Anfang, sondern alle Maschen rechts und die vorletzte Masche verdoppeln. Damit hast du dann gleich spiegelgleiche Sockenspitzen. So, verdoppeln die vorletzte, letzte Masche rechts. Und bei der zweiten Hälfte, also wieder Nadel herausziehen, Maschen auf die Spitze schieben. Zweite Hälfte der zweiten Socke. Am Anfang verdoppeln, also die zweite Masche verdoppeln. Also eine Masche rechts, zweite Masche verdoppeln, restliche Maschen rechts. Garn wechseln und bei der zweiten Hälfte der ersten Socke am Ende verdoppeln. Also alle Maschen rechts, aber die vorletzte verdoppeln. Und da immer diese Anfangsmasche, wenn du das Garnwechsel, also wenn du zur anderen Socke wechselst, die Anfangsmasche immer ein bisschen anziehen. Also immer heranziehen, damit dort keine Lücken entstehen. Vorletzte Masche verdoppeln, letzte Masche rechts. So, und das wechselst du nun immer ab. Immer einmal auf allen vier Seiten verdoppeln, einmal nur auf den Außenseiten verdoppeln, also einmal achtmal verdoppeln sozusagen, einmal nur viermal verdoppeln, nämlich nur an den Außenseiten, und das strickst du so lange abwechselnd, bis du die richtige Maschenanzahl hast, bis du die Gesamtmaschenanzahl für deine Socken hast. Ich zeige das hier noch einmal. Als nächstes kommt jetzt wieder am Anfang und am Ende zunehmen. Also die zweite Masche verdoppeln und die vorletzte Masche verdoppeln.
Garn wechseln und auch hier wieder die zweite Masche und die vorletzte Masche verdoppeln. Da habe ich das Garn trotzdem verheddert. Und immer da die erste Masche, wenn du zum anderen Socken wechselst, heranziehen, damit da keine Lücken entstehen. Also zweite Masche verdoppeln, rechte Maschen, vorletzte Masche verdoppeln und so weiter. So, ich habe nun die gewünschte Maschenzahl. Das heißt, ich habe auf jeder Seite, auf jeder Hälfte habe ich 18 Maschen. Das heißt, insgesamt habe ich pro Socken also schon meine 36 Maschen. Und nun strickst du so viele Reihen geradeaus ohne Zunahmen, also einfach nur geradeaus, rechte Maschen, und zwar die Hälfte von den Maschen, die du am Anfang sozusagen auf einer Nadel angeschlagen hast. Also ich habe auf einer Nadel 9 Maschen angeschlagen. Das heißt, ich stricke jetzt noch 4 Runden darüber geradeaus. So, und bei der Gelegenheit kann ich dir auch gleich zeigen dann, welche anderen Techniken es gibt, um hier um 2 Socken gleichzeitig zu stricken. Und dafür gibt es ein neues Video.